Regen auf. Das Bistum Hildesheim besteht seit 1200 Jahren. Ein Grund zu feiern. Und dazu hat Bischof Norbert Trelle auf den Hildesheimer Domhof eingeladen. Aus allen Regionen des Bistums sind die Menschen gekommen und sind unserer Einladung gefolgt, worüber ich mich sehr herzlich freue. Als Dank spendiert der Bischof den Gästen einen Geburtstagskuchen, genau 1200 Stücke, liebevoll gebacken von Bäckermeister Godehard Höveling. Wir haben 900 Eier verbraucht, 45 Kilo Mehl, 70 Kilo Obst, 22 Kilo Zucker und das Ganze ist jetzt diese Torte hier geworden. Auftakt des großen Festes für alle Engagierten im Bistum Hildesheim ist ein Gottesdienst, in dem Bischof Trelle sich bei allen bedankt, die sich am kirchlichen Leben des Bistums aktiv beteiligen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich in der Liebe Christi unseres Herrn. Aus allen Teilen unseres Bistums haben Sie sich heute auf den Weg gemacht, um mit vielen anderen gemeinsam diesen festlichen Gottesdienst im Jubiläumsjahr zu feiern. Und dann startet die Geburtstagsparty mit allem, was eine tolle Feier ausmacht. An erster Stelle gute Live-Musik. Dazu gibt es aber auch jede Menge Kulinarisches, Kunst und Zauberei. Johannes Arnold fasziniert als Jongleur und taucht mit den Zuschauern ab in die Welt der Schwerelosigkeit. Gefragt sind aber auch die vielen süßen Leckereien. Und wer will, der kann den Bistumsgeburtstag auch mit Saft und Obst ganz gesund feiern. Zünftiger sind da schon Krustenbraten und Bratwurst. Das Fest hat eben für jeden etwas zu bieten, eine Mischung, die ankommt. Herrlich, das Wetter spielt mit und es war wirklich schön. Ich finde das richtig toll, es ist richtig viel los hier auf dem Domhof. Die ganze Atmosphäre, es sind alt und jung, alle sind da, sonst erlebt man immer nur Ältere in der Kirche. Und das ist hier heute richtig schön, richtig lebendig. Es ist für alles gesorgt, für Leib und Seele, genau, würde ich mal sagen. Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Doch auch die Kinder kommen bei der Geburtstagsparty auf dem Hildesheimer Domhof voll auf ihre Kosten. Egal ob Zauberer, das Puppentheater Sternschnuppe oder Mowgli Glowy, der die Kleinen mit Seifenblasen verzaubert, alle haben ihren Spaß. Uns gefällt der Clown, der Seifenblasen macht und die Musik. Hier gibt's auch so leckere Waffeln. Die Stimmung und die Leute, die sind alle total nett und man lernt auch noch andere Leute kennen. Und abends gibt es dann noch Live-Musik. Die Gruppe Strom und Wasser präsentiert Reggae, gemeinsam mit Musikern aus deutschen Flüchtlingsheimen. Das Liebesgrundquartett singt augenzwinkernd Geschichten aus dem Alltag. Irgendwas muss geschehen, du willst mich nur verstehen, sag dir wir dir das Leck, was ich so gerne. Höhepunkt ist dann der Auftritt von BB and the Blues Shacks. Die Hildesheimer Bluesband begeistert die Besucher bis zum späten Abend und damit endet dann die große Geburtstagsparty für das Bistum Hildesheim.